seinen ersten Titel in der F1 Bros League. Und das ist etwas für seine Statistik. Und Beckmann, ja gut, mein lieber Schmarrn, das hätte man auch besser lösen können. Ah, die ganze Zeit wieder verloren, die ich aufgeholt habe. In Kurve 1 einfach. Nein! Sechsten Platz. Und Kenny sehen wir in Frankreichs Dünen unterwegs. Fans nochmal. Zeigt uns ja auch nochmal schön die Farben der Strecke. Finde ich auch interessant. Weil er seine Drive nicht mehr. Und Sakura, ja, der denkt sich auch nochmal für die Fans am Ende. Immerhin unterhaltungswert nochmal so. Sakura hier. Auf jeden Fall auch ein Kandidat für den Fahrer des Tages. Und auch zugleich zum vorletzten Rennwochenende der siebten Saison. Wir haben es gesehen, die Racing Point mit Windschatten, Spiele Pentalog von Hillem. Und wir sehen Chris Lester näher des Stadions mit einem Abflug. Turn 13, 14, 15. Wir gehen jetzt noch einen ordentlichen 360 hin für die Fans. Da Fragen an der Stelle. Wir sehen Beckmann, der momentan auf Virtual Pole ist, der sich aber auch in der Busstop-Schikane Kurve 19, 20 wegdreht. Auf dem Weg an die Box. Da muss man aufpassen. Hannes wieder im Blick des Geschehens, der sich da dreht in der Boxeneinfahrt. Und Renault, fahr jetzt! Guck nicht vorbei und ja, Kurve 3, 4. Ja, Heck verloren. Verliert das Heck. Muss damit den Kampf gegen Ruprecht aufgeben. Wow! 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 Okay. Fuck! Alles gut? Nein! Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Müller, der kann das Geschehen kontrollieren! Er könnte es kontrollieren! Aber er verliert gerade zwei Positionen auf einmal und ist auf die 3 zurückgefallen. Müller überholt seinerseits wieder Sandro und wir sehen einen McLaren auf Abwägen und es ist Matteo. Dann kehrt rum. Ja, wir sehen hier, wie Beckmann versucht auf die Strecke zu